So, sind wir alle da? Wunderbar. Dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserem nächsten Vortrag. Panik überall. Keine Panik, ich halte den Vortrag nicht. Sollte den einen oder anderen während des Vortrags hier die Panik überkommen, bitte den Saal leise zu verlassen. Das stört bei solchen Vorträgen den Speaker ungemein, wenn da rumgepoltert und Türen geknallt werden. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich darf jetzt begrüßen Vero Regenbogen, die erzählt euch ein bisschen was über Panik, Panikattacken und wie ihr am besten damit umgeht. Viel Spaß. Gut. Erst Test, Mikro. Egal, gut. Willkommen zu meinem Talk über Panikattacken, Panik überall. Erstmal eine ganz kurze Erklärung zu dem Titel. Und zwar, als ich den Titel gesucht habe für den Talk, wurden mir x Titel vorgeschlagen, unter anderem Panic at the Disco. Das Witzige ist, ich hatte noch nie Panic at the Disco. Das heißt, es wäre gelogen, wäre ein bisschen blöd. Ja, das Leben und Überleben Panikattacken ist ein bisschen auch witzig gemeint, weil ich stehe hier. Mir geht's soweit gut, ich bin soweit stabil. Ja, keine Panik. So, dann willkommen zu meiner Selbsttherapie mit Kauz. Der Kauz ist deswegen hier, weil ich ihn kurz nach meiner Diagnose bekommen habe und ich den seitdem rumschleppe. Ja, ist eine ganz nette Geschichte dazu. Vielleicht, wer interessiert, kann mich mir gerne mal fragen. Dann, warum ich hier bin, warum ich sage, dass ich lebe. Ja, ich bin hier einfach, um zu zeigen, ich lebe wirklich. Ich bin nicht dran gestorben, wie mir vorausgesagt wurde vor circa einem Jahr. Nette Geschichte dazu. Ich hatte einen Termin bei einer Psychiaterin, die mir wirklich sagte, wenn sie dieses Medikament da nicht nehmen, werden sie sterben innerhalb eines halben Jahres. Ich bin medikamentenfrei, ich lebe, die Frau hatte Unrecht. Ja, warum ich außerdem noch sage, dass ich lebe und was ich überhaupt mache. Als ich die ersten Panikattacken hatte, habe ich sehr viel gelesen über Panikattacken allgemein, weil ich wollte wissen, was passiert an meinem Kopf? Was ist bei mir falsch? Oder warum fühle ich mich so merkwürdig? Dabei habe ich festgestellt, die meisten Artikel Panikattacken sind von Ärzten. Was mir einen Scheißdreck gebracht hat, sage ich ganz offen. Weil Ärzte können groß daherreden, aber Betroffene trauen sich selten zu sagen, hey, ich bin da, guckt mich an. Ich habe Panikattacken, ich bin normal. Jetzt möchte ich euch das Vorwort aus einem Buch vorlesen, was ich später mal erwähnen werde, was ich ganz wichtig finde. Es ist noch nicht allzu lange her. Da gab es noch nicht mal ein Wort dafür. Dabei erlebt fast jeder fünfte Deutsche wenigstens einmal im Leben eine Panikattacke. Todesangst aus heiterem Himmel. Mehr als 2 Millionen Menschen werden regelmäßig von solchen Anfällen heimgesucht. Viele denken, sie haben Angst ohne Grund. Man bekommt keine Luft mehr. Kann nicht mehr atmen, das Herz rast, Schweiß bricht aus, man fühlt sich schwindelig, aber am schlimmsten ist die entsetzliche Angst, sterben zu müssen. Es kann überall passieren, im Fahrstuhl, im Supermarkt, im Kino, beim Autofahren, selbst zu Hause. Mit der Zeit spielt es keine Rolle mehr, wo man sich befindet, ob man alleine oder unter Freunden oder Familie ist. Die Angst macht sich selbstständig, schränkt das Leben immer mehr ein. Ja, das Buch ist von einer Betroffenen, ich erwähne später nochmal. Kann ich nur sehr empfehlen, weil es eben auch von einer Frau ist, die ist keine Ärztin, sondern sie hat diesen Kram selbst erlebt. Und was sie darin beschreibt, kann ich sehr gut nachvollziehen. So, jetzt kommt das, was euch wahrscheinlich am meisten interessieren könnte, wie ich feststelle, dass etwas kaputt ist. Ich sage ganz bewusst kaputt, weil ich anfangs mich fühlte, ich kann es kaum beschreiben, war ein Gefühl von, ich bin nicht ich selbst, ich habe mich völlig zerstört gefühlt, ich war kraftlos, ich war am Ende. Also, meine erste Panikattacke hatte ich auf dem Stadtfest 2012, bei mir im Dorf eben. Übrigens Rottweil, falls jemand das was sagt. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich könnte jetzt groß drumherum reden, was da genau passiert ist, aber letztendlich, ich wurde allein gelassen, ich hatte eine
Riesengroße Angst hatte meine erste Attacke, wurde damals gerettet, war damals völlig kaputt. Ich war fast bewusstlos und war froh, dass ich gefunden wurde. Sonst, man hätte mit mir sonst was tun können. Ich war wirklich kraftlos, bewusstlos, alles. Dann die zweite Attacke kam dann im Oktober 2014. Ich bin damals gerade ganz frisch weggezogen aus Rottweil zu meinem damaligen Partner und wollte ein neues Leben beginnen. Dachte mir, ja, ich habe einen Abschluss, ich werde jetzt einfach mal versuchen zu leben. War nicht so, es hat mir nicht gut getan, weit weg zu sein von meiner Familie, von meinen Freunden, von allen Bekannten, was ich kannte, und war echt nicht gut. Dann wenig später hatte ich meine dritte Attacke, die dann wirklich die Attacke war, die für mich am wichtigsten ist, weil die dazu geführt hat, dass diagnostiziert wurde überhaupt. Ich hatte damals einen Vortrag mir angehört über irgendwelchen Grafikkram, fragt mich genau, was es war. Und plötzlich merkte ich, ja, irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist wieder los und ich kannte es ja schon ein Stück weit. Ich hatte dafür noch keinen Namen. Ich bin damals in die psychiatrische Notfallambulanz gefahren und da wurde mir gesagt, ja, hey, was wir erleben, sind Panikattacken. Und zwar nicht gerade kleine Attacken. Ja, und ich wurde dann damals mit Tabletten zugepumpt, es geht nicht mehr. Frag mich bitte nicht, was für Tabletten es waren. Ich will es gern vergessen. Ja, hab einen Termin bekommen bei der Notfall, bei Tagesklinik, genau, weil ich insgesamt dann 8 Wochen war. War ganz nett, hat mir aber wieder nichts gebracht. Es hat eher dazu geführt, dass ich starke Aggressionen bekommen habe, Stimmungsschwankungen. Ich war einfach auffällig irgendwann. Irgendwann war wirklich der Punkt da, wo ich merkte, ich weiß, ich habe jetzt Panikattacken, aber was mache ich damit? Was mache ich mit der Info? Gar nichts eigentlich, ja. Über die Notbremse gezogen und bin zurück zu meinen Eltern gezogen. Dort habe ich mich ziemlich vergraben, habe versucht, in Therapie zu beginnen. Habe auch ganz gut Therapie gemacht. Ich bin auch bis heute bei dem Arzt, sehr guter Arzt, bei dem ich seit ich 16 bin. Ja, er hat mir geholfen zu verstehen, was mir kaputt ist und dass ich auch ohne Tabletten leben kann. Und das tue ich auch. Ich habe ein Notfallmedikament, falls jemand was sagt, Tavor. Ziemlich starker Kram, schießt einen wundervoll weg. Nicht empfehlenswert, aber gutes Notfallmedikament. Ja, nachdem ich ewig lang mit Therapie war, ewig lang arbeitsunfähig war, Angst hatte, allen drum und dann, habe ich durch Twitter den CCC entdeckt. Und seitdem geht es mir besser. Weil ich habe Leute entdeckt, die wertschätzen es ein bisschen, dass ich vielleicht nicht ganz, wie sagt man das, nicht nur ganz gesellschaftsfähig bin, dass ich manchmal Tage habe, da bin ich eben ein bisschen ängstlich, da will ich mich verstecken, da will ich einfach keine Menschen sehen. Ja, und ja, mir geht's besser seitdem. Ich danke dem CCC auch sehr dafür, dass ich Teil davon sein darf, meine Güte sprechen. Ja, und mir geht's einfach jetzt auch besser damit. Jetzt kommt eine bisschen längere Geschichte, wenn ich es hinbekomme. Danke. So. Die Geschichte von Kollege S. Kollege S ist ein, ja, Kollege von mir. Auch von der Arbeit. Ich arbeite übrigens in einer Behindertenwerkstatt für auch psychisch Behinderte. Ist eine sehr gute Einrichtung, hat mir auch sehr geholfen, ein bisschen klarzukommen und einen Wert im Leben zu sehen überhaupt. So. Ich werde jetzt ziemlich viel ablesen müssen, es tut mir sehr leid, aber Kollege S. hat eine längere Geschichte als ich. Ja, ich habe mich auch deswegen ausgewählt, weil wir haben sehr viele Parallelen im Leben oder zu den Panikattacken, aber wir sind abgrundtief vollkommen verschieden, was ich einfach schön finde. Bei ihm begann es in der Silvesternacht 2007. Er war damals in der Stadt feiern und wurde plötzlich von 3 Leuten bedroht, weil er sein Zigaretten nicht hergeben wollte. Es mag bescheuert klingen, aber es war wirklich bei ihm so. Ja, diese Leute haben ihn verfolgt, haben ihn bedroht, haben ihn jetzt eigentlich zusammengeschlagen, haben ihn liegen lassen. Und ja, er ist am nächsten Tag irgendwann aufgewacht, irgendwo in der Nähe vom Krankenhaus und merkte, irgendwas ist nicht gut, aber dachte sich dabei wirklich nicht viel. Ist ins Krankenhaus gegangen, hat sich
den Platz wohl nähen lassen, die er hatte. Und ist am nächsten Tag zur Polizei. Wollten Anzeige gegen die drei Leute machen. Das wurde aber nichts, weil er an dem Tag alkoholisiert war. Das heißt, ihm wurde nicht geglaubt und er wurde für verrückt erklärt. An dem folgenden Abend hat er ein Buch gelesen, hat versucht, sich zu konzentrieren, ruhig zu werden. Doch diese drei Personen haben ihn wohl gefunden, haben Schneeball in sein Fenster geworfen und haben ihn brutal erschreckt. Und das ist das Prägende bei ihm dann. Also ab dann ist wirklich wichtig. Weil da merkte er die ersten Symptome einer Panikattacke. Er wurde plötzlich schwindelig, bekam Atemnot, hat seine Eltern kontaktiert und meinte, hey, Leute, irgendwas stimmt nicht. Wurde ins Krankenhaus dann gefahren und blieb da eine Nacht. Wurde am nächsten Tag damit vertröstet, ja, ihnen geht's vollkommen gut, sie sind gesund. Ähnlich war es bei mir damals übrigens auch. Also ich wurde auch als verrückt erklärt und dann war es immer okay. Die nächsten drei Monate hatte jeden Tag Attacken gehabt, hat jedes Mal Krankenwagen gerufen und wurde jedes Mal, ja, vertröstet mit irgendwelchen dummen Sätzen, die gar nichts brachten. Wenig Zeit später hat er sich einliefern lassen für 2-3 Monate, nimmt seitdem auch Tabletten und es war jahrelang Kampf für ihn. Es ist immer jahrelanger Kampf. Ich meine, ich hatte meine erste Attacke 2012, danach passierte bei mir überhaupt nichts und dann ging es plötzlich richtig los. Das ist aber normal bei Panikattacken, habe ich mir sagen lassen. Das ist einfach ein Trauma passiert gar nichts und dann passiert wieder ganz, ganz viel. Bei ihm ist die Problematik, dass er nicht schlafen kann. Sein Körper nimmt, ähnlich wie meiner, Schlaf als Bedrohung wahr. Das heißt, wenn ich oder er versuchen, uns zu entspannen, das ist nicht möglich. Wir sind beide so vom Typ her, wir müssen es bis zum Ende auspowern, vollkommen kraft- und saftlos sein und können erst dann uns entspannen. Vorher geht das nicht. Er ist dadurch auch ein Hypochonder im Kopf geworden, so hat er es ausgedrückt. Hat früher Dr. House gern geguckt, kann es zwischen nicht mehr tun. Ja, ist eben so. Dann kam 2010 bei ihm die Tablettenumstellung. Er wurde fitter, wacher, machte aber den Fehler, ein Beipackzettel zu lesen. Ja, viele von uns kennen Beipackzettel, die machen einem Angst. Nicht so knapp. Ja, hat er gelesen, Nebenwirkungen. Eine von 100 Personen wird plötzlich sterben. Er hat sich dabei verlesen, aber er hat wenige Zeit später, nachdem er eine Attacke hatte, gesehen, hey, das ist ja nur eine von 1000 Personen. Und plötzlich war es dann doch wieder okay. Das war für ihn so ein negatives Erlebnis, seitdem liest er auch keine Beipackzettel mehr, egal was drin steht. Man will es nicht wissen. Man will es wirklich nicht wissen. Er hat inzwischen das Rauchen aufgegeben, hat ja damals geraucht zu der Zeit. Und dadurch hat er keine Lungenkrankheit mehr im Kopf. Also dieses Hypochonder im Kopf ist bei ihm vorbei. Er weiß jetzt, okay, ich rauche nicht mehr, Körper geht's besser, ist alles schön wieder. Und heute geht's ihm viel, viel besser, sieht auch viel besser aus. Ich habe Fotos von damals gesehen. Er sah damals echt beschissen aus, ich sag's ganz offen. Inzwischen, ja, hat er Sport als Selbsttherapie entdeckt, ebenso wie ich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal gesehen hat, wie oft ich hier durchrenne. Ich laufe nicht, ich renne. Ja. Ja. Und er hat seinen Herzschlag entdeckt. Es mag jetzt dumm klingen, aber er hat entdeckt, wenn sein Herz klopft, weiß er, okay, ich renne gerade. Deswegen habe ich einen starken Puls. Ich mache gerade dies und das, deswegen ist der Puls da. Und er kann es viel besser jetzt einschätzen, was da gerade los ist eigentlich überhaupt. Joa. Und ich habe ihn noch gefragt, wenn du Leuten sagen könntest, irgendwas ganz Wichtiges, eine Lehre mehr oder weniger, was würdest du sagen? Genau das. Es wird nie ganz vorbeigehen. Und das wurde auch mir gesagt. Es wird immer ein Kampf sein. Es wird besser sein, es wird schlechter sein. Es wird Katastrophen geben, es wird vielleicht Wochen geben, da geht's mir richtig gut. Und dann wird es wieder Wochen geben, da funktioniert gar nichts. Ganz wichtiger Satz.
Jeder Betroffene geht seinen Tag anders um. Mein Kollege hatte immer riesengroße Angst. Der ist auch gerne zu mir verängstlich und verschlossen. Ich bin eher so, ja, hallo, ich bin jetzt hier und halte einen Talk über Panikattacken. Guckt mich an. Bin mutiger als er, auf jeden Fall. Wie Angehörige damit umgehen. Auch ein wichtiger Punkt, weil jeder Person Panikattacken hat, weil es gibt Familien, die gehen mit überhaupt nicht, kommen mit gar nicht klar und verschließen sich ziemlich. War bei mir eben auch so. Meine Familie war völlig überfordert. Sie wusste nicht, was ist jetzt los. Ich wurde teilweise wirklich für bescheuert erklärt, auch nachdem ich alles mit dir durchgemacht habe. Mir wurde an mich geglaubt, haben sich verstanden. Inzwischen geht's ganz gut, einfach weil ich irgendwann mich hingesetzt habe und meine Familie aufgeschrieben habe, was genau los ist und was sie tun müssen, wenn was passiert. Ich habe mit anderen Kollegen geredet, bei denen geht die Familie vollkommen anders um. Die waren von Anfang an total offen damit und haben gesagt, ja, wir helfen dir jetzt. Seine Eltern, die sich 10 Jahre lang nicht gesehen haben, nicht gekümmert haben sich um ihn, haben plötzlich sich um ihn gekümmert und haben versucht, zusammenzurücken als Familie. Was ich sehr, sehr schön finde, weil wird nicht jeder, ist eben so. So. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, was ich nicht erwähnt habe bisher. Was passiert bei sowas? Man, ja, verschiedenste Dinge passieren dabei. Dieses Zittern und Krampfen hat jeder mit Panikattacken. Das Krampfen geht teilweise so weit, es kann sich anfühlen wie ein Herzinfarkt. Es gibt auch gewisse Parallelen zu Herzinfarkten. Das habe ich jetzt aber nicht rausgesucht. Wer den Artikel haben möchte, ich habe den auch noch irgendwo rumliegen. Und erhöhter Puls, Blutdruck sowieso. Man hat einfach plötzlich Angst. Ich überlege gerade, wie kann man es vergleichen, ohne dass es bescheuert klingt. Wie lebendig begraben werden, genau. Man weiß einfach, okay, es passiert gerade was und hat einfach dann eine verdammte Angst. Man hat ein Druckgefühl, Unkonzentriertheit, alles Mögliche. Und Bedürfnis zu flüchten und sich zurückzuziehen, habe ich zum Beispiel dauerhaft. Ich habe einen sehr starken Fluchtinstinkt. Wenn ich einen Raum zuerst mal betrete, setze ich mich immer neben die Tür, weil ich dann weiß, okay, wenn jemand was Dummes sagt, ich kann abhauen, ohne Probleme. Und diese Erschöpfung, die mir auch Tage andauern kann, habe ich auch, aber nur bei ganz starken Attacken, die ich eher selten habe, aber wenn die kommen, dann, ich bin körperlich vollkommen fertig. Das ist, als würde man Marathon rennen, gleichzeitig den Nobelpreis empfangen, man hat Angst, man ist nervös, es ist pure Überforderung. Anders kann ich es nicht wirklich beschreiben. Dann, was vielleicht hier wichtig wäre, wenn jemand sieht von euch, dass jemand eine Panikattacke hat, versucht mit der Person zu reden. Versucht zu fragen, was ist bei dir gerade los? Und wenn die Person euch sagt, ja, ich habe eine Panikattacke, fragt, was braucht die Person gerade? Manche wollen arm genommen werden, manche wollen ihr Stofftier, manche wollen alleingelassen werden. Aus alleinlassen ist das Dümmste, was man tun kann, sage ich ganz offen, das ist ganz, ganz dumm. Am besten in der Nähe bleiben von der Person, weil eine Person mit Panikattacken könnte auch selbstzerstörerisch werden, könnte auch anfangen, sich zu zerkratzen. Da habe ich auch übrigens Narben von. Also auch ich zerkratze mich sehr heftig, wenn ich eine Panikattacke habe, aber ich habe es soweit im Griff, also es geht wieder. Ja, zuhören ist sowieso immer wichtig, wenn eine Person irgendwas hat. Muss einfach sein. Kommunikation ist alles. Das mit dem Anfassen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Stellt euch vor, ihr habt gerade Angst. Jemand, den ihr vielleicht nicht kennt, kommt hin, fasst euch an. Wie würdet ihr euch fühlen? Nicht gut, oder? Ja. Und aus der Situation rausbringen. Einfach ein bisschen Ruheraum schaffen. Einfach weg. Das ist so das Beste, was man eigentlich tun kann. Der Person irgendwo weggehen, von mir ist ein Getränk in die Hand drücken, am besten keine Mate, Koffein macht alles noch schlimmer. Ja. Kann ich sehr bestätigen. Ich habe vorher Mate getrunken, ich bin gerade völlig hyped. So. Behandlungen. Ja, ganz klassisch. Selbsttherapie, was ich mache, einfach tun, worauf man gerade Bock hat.
Mehr oder weniger. Solange es keinem schadet, mache ich es einfach. Fertig. Dann Verhaltenstherapie. Hatte ich selbst mal, hat aber nichts gebracht, weil der Verhaltenstherapie, finde ich, wird zu sehr verharmlost. Und da wird einem gesagt, ja, du musst jetzt irgendwie das und das die ganze Zeit machen. Das ist Blödsinn. Jeder von uns ist anders. Manche wollen da alle wohl diese progressive Muskelentspannung machen. Bringt mir nichts. Ich muss rennen, ich muss was mit Holz machen, ich muss mich auspowern. Und Tabletten. Viele Leute mit Panikattacken werden ruhig gestellt, was ich traurig finde, aber es gibt genug Leute, die kommen nicht anders klar. Es ist einfach so. Und ich urteile darüber auch nicht. Wer Tabletten braucht, okay, ist in Ordnung. Ich habe selbst welche genommen. Aber nee, naja. Tabletten sind, finde ich, die letzte Behandlung, die man machen sollte. Wenn alle Schricke reißen, Schlucktabletten. So, Verweis auf das Buch. Wie gesagt, sehr gutes Buch. Die Frau lebt noch, ist keine Ärztin. Wundervoll gemacht. Wenn es interessiert, ich habe hier einige Kapitel markiert. Die, ich muss gerade gucken, da sind verdammt viele markiert. Zum Beispiel Angehörigen haben was markiert über Kontrollverluste, über Panik und Depression. Die hängen übrigens zusammen, Panik und Depression. Wer Panikattacken hat, hat gleichzeitig auch in gewisser Weise Depression. Bei mir war es aber so, ich hatte erst Depression und dann hat sich das gesteigert. Ist dann anders geworden. Ja. Ist übrigens auch mein teuerstes Buch. Kostet 25 Euro. Also, yay. Wenn es interessiert, kann ich das kaufen. Kann ich nur empfehlen. Ist von einer Frau, die auch Coaching macht und sehr schnell auf E-Mails antwortet. Aber falls man Fragen hat, kann man die gut fragen. Das ist toll. Deine kleine Eigenwerbung. Muss natürlich sein. Ich habe eine eigene Webseite. Auf der schreibe ich über alles Mögliche. Und unter diesem Punkt da unten, ungeheuer, das gerufen habe, könnt ihr genau lesen, wie der Panikattacke bei mir abläuft. Da beschreibe ich die ganz exakt während der Attacke, was gerade los ist. Das klingt ein bisschen krass. Teilweise sind die auch ein bisschen, ja, merkwürdig, finde ich, und wirr. Weil wenn eine Panikattacke klar denken, ist nicht. Das geht einfach nicht. Ist nicht möglich. So. Jetzt bin ich schon so gut wie am Ende. Habe ich irgendwas vergessen? Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich bitte. Panikattacken werden normalerweise einfach getriggert. Es gibt einfach Dinge, wenn man Panik kriegt, völlig drauf überreagiert. Mhm. Wie identifizierst du die? Also mit diesem Triggern, ich kann der Sache nur teilweise zustimmen, weil zum Beispiel ich habe vollkommen willkürliche. Ich könnte jetzt schlafen, ich kriege eine Attacke, es kann bei mir jederzeit passieren. Und manche werden getriggert, ja. Und ich habe auch gewisse Trigger, wobei es bei mir sehr willkürliche Trigger sind. Es kann, ich sehe da hinten Personen mit blauen Haaren, ich kann sowas zum Beispiel triggern. Dass ich eine Person sehe mit blauen Haaren. Nee, alles gut. Ich wollte es nur sagen. Es können Kleinigkeiten sein, die mich also nicht stören und plötzlich, zack, Person mit blauen Haaren. Schrecklich. Angst. Panik. Ja, das ist kein Witz. Es ist wirklich so, dass jede mögliche Scheiße mich triggern kann. Und das ist so das Gefährliche. Es kann sein, dass heute umarme ich Person XY ganz gerne, morgen sehe ich Person XY als Bedrohung. Als eine Angst von mir an. Ich überlege gerade, ich habe ein paar allgemeine Ängste, die sind jetzt zum Beispiel, dass jemand sieht, dass ich einen Panikattacke habe. Ich will das nicht. Wenn ich einen Panikattacke habe, ich will raus. Ich will nicht, dass das jemand bemerkt. Ja, also es gibt Trigger, aber nicht jeder hat Trigger. Okay, weitere Fragen? Ich habe eine Frage, und zwar hattest du die Verhaltenstherapie angesprochen. Mhm. Es gibt ja auch noch die Psychotherapie oder andere Therapieformen. Mhm. Was hältst du davon? Finde ich ganz gut. Ich habe aber bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Psychotherapie. Also wie hat eine Psychiaterin, die mich für demnächst sind sie tot erklärt hat, was echt hart war. Weil ich saß damals bei ihr, mir ging es dreckig. Mir ging es absolut dreckig. Das war, glaube ich, mein
die schlimmste Phase, die ich jemals hatte. Und dann erklärte er mir, hey, weil diesen Kram nicht schlucken, sterben sie. Und es war leider kein verdammter Witz. Ich habe es wirklich schriftlich, weil diese Frau danach meinen Therapeuten angegriffen hat. In einer E-Mail. Meinte, ja, sie machen Mist bei der Frau. Ja, ich hätte die Frau übrigens damals anzeigen können. Habe ich nicht getan, leider. Weil es war nicht legal, was sie getan hat. Gut. Ja, erstmal danke für den coolen Talk. Und ich wusste bisher noch gar nicht, wie diese Symptome, also dass das so klar definiert ist, und habe gerade rausgefunden, dass ich das offenbar auch schon zweimal hatte. Das haben sehr viele. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, du hast ja eben gesagt, wenn du so eine Panikattacke hast, dann willst du zum Beispiel dein Kuscheltier oder sonst was. Und als ich das halt einmal hatte, wenn es das denn ist, aber nach den Symptomen dürfte das übereinstimmen, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich wüsste jetzt nicht, was ich tun soll, aber ich hätte noch was tun können. Was empfiehlst du da? Also was man so selber noch machen kann, wenn niemand in der Nähe ist, weil ich war in beiden Fällen alleine und es war irgendwie nachts und ja. Damit kann ich mir ein Stück weit aus, weil wie gesagt, ich mache ja ganz viel Selbstzeugs. Wenn ich einen Panikattack habe, ich lasse mir niemals helfen. Oder ganz, ganz selten. Was ich dann ganz gerne mache, ist einfach irgendwas suchen, worauf ich mich konzentrieren kann. Jetzt ein Plüschviech oder ich habe ein Buch, ich blätter ein Buch herum, ich kann da nicht lesen. Aber ich kann drin rumblättern, ich kann Worte sehen, ich kann versuchen, es zu schreiben. Einfach irgendwie Aufmerksamkeit woanders hinrichten. Möglichst nicht auf sich selbst. Weil wenn du dich auf dich selbst richtest, kann es gut passieren, dass man wirklich anfängt, sich selbst zu zerstören. Es ist ganz, ganz schlimm so. Ich habe übrigens auch, hier am Arm eine Narbe, die sieht man jetzt nicht, die ist nicht wirklich tief. Die war während eines solchen Kontrollverlustes. Da hatte ich, mein Kopf war vollkommen woanders, ich habe nichts mehr gemerkt, war weg. Und der Bewusstsein dachte sich, hey, ich mach's mir zunutze, dass du gerade so ein bisschen nichts kannst. Hab mir eine Schere gekrallt und hab mir den Arm aufgeschlitzt. Ja, damals wurde ich zufälligerweise von meinem damaligen Partner angerufen, der irgendwie gemerkt hatte, irgendwas stimmt nicht. Und der hat damals mich davor bewahrt, dass es wirklich tief wurde. Es war eine kleine Schürfwunde eigentlich. Sieht man nur, wenn mir kalt ist. Also, ist nicht weiter schlimm, aber war für mich heftig, einfach zu merken, so hoppla, was zum Teufel mache ich da gerade? Ja. Ja, danke. Gerne. Also genau dazu, ich persönlich hab die Erfahrung gemacht, dass es relativ gut ist, halt sich selbst da versuchen kennenzulernen. Ja. Jedem Menschen helfen andere Dinge. Ich finde es ganz toll, mit irgendwelchen Dingen rumzuspielen. Ja, kann da unglaublich viel Konzentration draufstecken. Mhm. Es gibt halt auch so Sachen, so Spielzeug. Und was für mich persönlich, wenn ich mich noch bewegen kann, wichtig ist, dass ich mir einen Ort suche, wo ich eben keine Angriffsfläche biete. Also wenn man zum Beispiel draußen ist, ist es irgendwie nicht so cool, mitten auf der Straße zusammenzubrechen. Ja. Und also in dem Maße, wo es noch möglich ist, sich irgendwie selbst zu schützen vor äußeren Einflüssen. Und wenn man weiß, dass man dann auch zu Selbstverletzungen neigt und weiß, wo Panikattacken häufiger stattfinden können. Ich liege ganz oft im Bett und ich habe in Reichweite meines Bettes keine Gegenstände, die wehtun. Solche Sachen. Ja, danke erstmal, dass du hier so persönliche Geschichten von dir teilst. Ich würde mal in die Richtung fragen, falls das zu direkt ist. Es gibt nichts Direktes. Ich stehe jetzt hier, ihr könnt mich jetzt löchern mit was ihr wollt. Es ist gerade nichts zu privat. Hast du für dich irgendwann mal in irgendeiner Therapie oder einfach in einer Erfahrung für dich irgendwie, ja, sag ich mal, einen Punkt identifizierst, den du als Ursache siehst dafür, dass du Panikattacken hast, oder glaubst du für dich, dass das einfach eine Sache ist, die in deinem Kopf, weiß ich nicht, falsch verdrahtet ist, wie man es auch ausdrücken möchte? Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst, genau. Ob
Du hast ja gesagt, du hast Panikattacken ab einem bestimmten Alter, hattest du das erste Mal? Mhm. Und Frage ist einfach, gibt es irgendein Erlebnis, was vorher mal vorgefallen ist, irgendwas, wo du sagen würdest, das könnte dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie vielleicht solche Angstattacken habe? Oder glaubst du, es ist einfach so passiert? Also ich kann das eigentlich nur vermuten, warum bei mir das Ganze kam. Wie gesagt, ich habe, seit ich denken kann, habe ich Depressionen. Und irgendwann dachte ich wohl in meinem Kopf, hey, Depression ist zu milde. Strafen die mal richtig. Und dann kam es eben so. Durch das Stadtfest damals, kann ein bisschen aufschweifen jetzt, ich war lange von der Bekannten, es war nachts. Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, hab's aber nicht geschafft, weil da gab es eine Bushaltestelle, da hing die ganze Dorfjugend rum, völlig betrunken, ekelerregend. Und ich wusste, ich muss daran vorbei. Ich hab's nicht geschafft, da hinzugehen. Ich hab nicht geschafft, da vorbeizugehen. Und hab wirklich alles versucht und mein damals bester Freund hat mich damals eben gefunden, völlig entkräftet, halbbewusstlos an der Wand. Und das war wohl so mein Tag X, sage ich für mich persönlich. Weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Ja. Okay, also nochmal, also was oft erwähnt wird in so Diskussionen, ist also Englisch Safe Space oder hier einfach ein sicherer Raum. Hast gesagt, also die Chaoten hier, die so hier rumhängen, helfen. Ja. Und also ich weiß nicht, also hast du das schon ein bisschen analysiert und kannst ein bisschen erzählen, also wie funktioniert so ein Safe Space? Wie funktioniert der für dich? Safe Space. Safe Space ist für mich jetzt zum Beispiel kein Ort direkt. Safe Space ist für mich einfach ein Gedankenzustand. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, sagt euch das Wort Herzmenschen was, garantiert. Jeder von uns hat so Herzmenschen. Ich habe sowas wie Batteriemenschen. Batteriemenschen sind Leute, wenn ich neben denen bin, weiß ich, okay, egal was passiert, die geben mir gewissen Mut, gewisse Kraft. Die sind so mein Safe Space, mein laufender Safe Space. Es gibt auch hier auf der Veranstaltung ein paar Leute, wirklich eine Handvoll, die wissen genau, das sind für mich Menschen, da fühle ich mich wohl. So, die können mich angrinsen und ich denke mir, ja, wenn ich jetzt Panikattacke habe, wäre es halb so schlimm, die Person weiß, wie man damit umgehen soll. Wieder andere haben wirklich einen Raum als Safe Space. Diese Rückzugsräume, dankeschön. Ja, manche verstecken sich zum Beispiel, was ich früher gemacht habe, ich habe mich immer irgendwelchen Toiletten versteckt, was mir dann verboten wurde, weil ich blockiere Toilette, dann, das ist nicht so gut. Ja, noch irgendwelche Fragen? Seid ruhig mutig. Oder wenn jemand was zu peinlich ist, ich laufe hier rum. Mit mir kann man auch reden. Ist kein Problem. Ich habe, glaube ich, selber noch nie eine Panikattacke gehabt, so wie ich da, also Ängste schon und auch Angstzustände, aber nicht Panikattacke. Echt? Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich fragen wollte, ne? zwei Sachen eigentlich. Das eine ist Achtsamkeit, Meditation. Ist das ein Thema für dich? Also hast du das ausprobiert? Habe ich ausprobiert, aber das ist für mich einfach Entspannen auf Kommando. Und also nicht progressive Muskelentspannungs, ne? Ja, ja. Okay. Ja, Meditation, sowas, weiß nicht, ich komme mit nicht klar. Ich muss wirklich mich auspowern. Ich muss mich halb tot schwitzen. Manche Leute, die brauchen das, die können meditieren, ganz schön. Habe ich früher auch gemacht, als ich Depression hatte. Aber bringt mir jetzt momentan einfach gar nichts. Ja, ist so meine Erfahrung. Okay. Das kann helfen, muss aber nicht helfen. Jeder ist da anders. Ja. Okay. Und die andere Frage war, also du hattest vorhin, glaube ich, so ein, zwei Mal so abgegrenzt, was so
Ja, was dann immer so schnell als normal und nicht normal irgendwie und was ist kaputt? Der Begriff Neurodiversität, sagt dir das was? Oh Gottchen. Also jetzt ist keine Quizfrage oder so, sondern einfach nur, weil ich das eigentlich einen sehr hilfreichen Begriff finde für vieles, was also neurotypisch gebaute Gehirne und nicht neurotypisch gebaute Gehirne, und da fällt halt alles Mögliche drunter. Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil ich habe den irgendwie irgendwo zusammenhanglos gesehen und dachte mir aber nichts, deswegen, ja. Okay. Noch mehr Fragen? Finde ich gut, sehr viele Fragen stellen. Löchert mich. Okay, also ich habe mir sagen lassen, dass wenn die Panik richtig schlimm wird, dann ist es irgendwie so, dass sich deine Identität auflöst, dass du irgendwie auseinanderfällst direkt, also im Extremfall in verschiedene Leute. Ist es jemals auch nur annähernd so weit gekommen? Ja, durchaus. Also während Panikattacken ist man oder bin ich ein vollkommen anderer Mensch. Ich bin ja ansonsten mutiger Mensch, freundlicher Mensch, und dann bin ich plötzlich, ich bin aggressiv, ich bin launisch, ich würde am liebsten irgendjemand oder irgendwas in Fetzen reißen, weiß aber, wenn ich das jetzt tun würde, bereue ich es später. Deswegen, ja, man wird da teilweise vollkommen anderer Mensch. Und passiert sehr gerne. Ach ja, was ich vergessen habe vorher noch zu sagen. Durch die Panikattacken habe ich gelernt, mit mir selbst umzugehen. Ich habe gemerkt, ich muss mich gar nicht anpassen. Ich muss gar nicht so aussehen, wie Leute mich vielleicht haben wollen. Deswegen, als ich nach Hause kam, aus NRW damals und zurückgezogen zu Eltern, habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich eigentlich gerade im Leben? Wie lebe ich es? Ich merke, das ist vollkommen falsch. Ich lebe für andere, ich lebe nicht für mich. Hab dann spontan entschieden, hey, ich rufe meine Friseurin an, lass mir den Schädel rasieren, mach meine Haare bunt, und plötzlich ging es mir besser. Ich habe ausgesehen wie ich selbst. Ich dachte mir, ja, endlich gucken mich die Leute komisch an. Nicht, weil ich böse gucke, sondern weil ich vielleicht anders aussehe. Und ich bin stolz drauf, ich stehe dazu. Also es gibt nicht nur negative Dinge bei den Panikattacken, sondern man lernt auch viel. Man lernt sehr, sehr viel. Man lernt auch mit seinen Mitmenschen ein bisschen umzugehen. Man merkt einfach, wer ist Freund, wer ist Feind. Und so kategorisiere ich auch meine Mitmenschen auch oft. Ich gucke jemanden an und überlege mir, vom ersten Eindruck her ist die Person Feind. Das heißt, ich will die Person gar nicht erst kennenlernen. Hat sich für mich dann gegessen, ist mir dann vollkommen egal, ich mit so rede oder nicht, hat sich für mich gegessen vom ersten Eindruck an. Und es gibt ja Menschen, die gucke ich an und dann überlege ich, ja, wo sieht irgendwie ganz cool aus. Ich will die kennenlernen. Und dann gehe ich hin und sage, hey, findest du es interessant aus? Oder du hast einen tollen Sticker auf dem Laptop. Lass uns reden. Und dann tue ich das einfach. Ohne Angst. Ja. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Keine mehr? Okay. Ja, normalerweise müsste ich jetzt eine Abmoderation machen, aber... Ich habe noch eine Folie übrigens. Du hast noch eine Folie? Ja, eine. Okay. Okay, jetzt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, gern doch. Immer. So, ich habe noch eine Folie, einfach damit ihr was zum Lachen habt. Wie ich ausgesehen habe, als mir klar wurde, dass ich den Talk hier machen darf, ich beginnen sollte, ihn mit Inhalt zu füllen. Diese Folie habe ich liebevoll gemacht für eine Person, die jetzt leider nicht hier ist. Ich hoffe, er sieht es, weil sonst bin ich ihm böse. Okay, ihr werdet jetzt sehen, wie ich dabei ausgesehen habe. Ich nehme es nicht übel, wenn ihr euch darüber totlacht, weil es ist pure Panik. Sekunde, verdammt nochmal. Technik! Gott! Okay, die Technik wollt nicht. Das heißt, ich erspare euch mein Gesicht, als ich Panik hatte, dass ich den Talk hier halten darf. Wen es trotzdem interessiert... Könnt auf mich zukommen. Dankeschön.
Ja, kann ich nur sagen, danke, war ein super Vortrag, ihr wart ein super Publikum, kommt bald wieder, tschüss.